Ja, hallo liebe FC Bayern-Fans, ein frohes neues Jahr und natürlich heute auch wieder ein FC Bayern-Quiz. Heute müsst ihr die FC Bayern-Spieler erraten, die älter sind. Ich zeige euch die Bayern-Spieler und du musst entscheiden, wer von beiden älter ist. Dann viel Spaß mit dem Fußball-Quiz. Dann kommen wir auch gleich zum ersten Bayern-Spieler. Ja, Coman oder Masauri. Wer von beiden ist älter? Und wer ist älter? Richtig, Coman. Coman ist 27 Jahre alt. Weiter geht's. Wen haben wir jetzt? Ja, Konrad Leimer oder Serge Gnabry. Welcher Bayern-Spieler ist älter? Richtig, Serge Gnabry ist 28 Jahre alt. Zu den nächsten Bayern-Spieler. Ja, Upamecano oder De Ligt. Wer von beiden ist älter? Was glaubst du? Die richtige Antwort ist Upamecano. Er ist 25 Jahre alt. Super. So, zu den nächsten Spielern. Ja, Leroy Sané oder Guerrero. Was glaubt ihr? Welcher Bayern-Spieler ist älter? Guerrero, richtig, er ist 30 Jahre alt. Weiter geht's. So, wen haben wir jetzt? Ja, Mathis Tell oder Pavlovic. Wer von beiden ist älter? Was glaubst du? Die richtige Antwort ist Pavlovic, richtig, er ist 19. So, zu den nächsten Bayern-Spielern. Jetzt haben wir ja Joshua Kimmich oder Kim. Welcher Bayern-Spieler ist älter? Die richtige Antwort ist Kimmich. Er ist 28. So, welchen Spieler haben wir jetzt? Jetzt haben wir ja Kretzig oder Perez, der neue Bayern-Torwart. Welcher Bayern-Spieler ist älter? Und was glaubt ihr? Perez ist 23. Richtig. So, zu den nächsten Bayern-Spielern. Jetzt haben wir ja Alphonso Davies oder Jamal Musiala. Wer von beiden ist älter? Die richtige Antwort ist Alphonso Davies. Und schreibt nachher in die Kommentare, wie viel ihr richtig hattet. Weiter geht's. Ja, Goretzka oder Harry Kane. Welcher Bayern-Spieler ist älter? Und ich danke für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners FC Bayern-Ecke. Harry Kane ist älter, er ist 30, richtig. So, wen haben wir jetzt? Ja, Manuel Neuer oder Thomas Müller. Was glaubt ihr, welche Bayern-Legende ist älter, Neuer oder Müller? Manuel Neuer, richtig, er ist 37. Hat euch das Bayern-Quiz Spaß gemacht? Dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners FC Bayern-Ecke. Wie viel hattest du richtig? Schreibt's in die Kommentare. Verpasst auch meine letzten FC Bayern-Quiz-Videos nicht. Dann viel Spaß noch auf Werners FC Bayern-Ecke. Tschüss!